Hallo und herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Ja, ich habe gerade die Delamain-Quest hinter mich gebracht. Und jetzt mal schauen, was die Karte noch so hergibt. So, da sind wir dann auch schon. Und erstmal Le Vehicle organisieren. Ah, where are you? Da kommst du. Da bin ich bis dahin auch hingelaufen. Wir haben einen eher unschönen Auftrag für dich. Bryce Stone. Dieser Fernsehprediger? Sein Sohn wurde ermordet. Um den Mörder zu schnappen, musst du an den Original-BD rankommen, der während des Mordes aufgenommen wurde. Ja, das hast du leider richtig gehört. Mehr Infos schicke ich dir mit. Wenn es dir nicht gefällt, leg dich mit Pat an. Okay. Warum schließe ich mich nicht gleich kurz, wo ich schon dabei bin? Dieser Scheißkrach! Gleich hier rein entsorgen, oder? Du passt doch da bestimmt auch noch rein. Der andere war schon weg. Den haben sie schon weggebracht. So, eins entscheiden. Hä? Ah, ich kann mich nicht nochmal verlinken. So, Sicherheit, Geschütz aus. Überwachungssystem aus. So. Schon mal safe. Hast du den gesehen? Welchen? Der, wo die absäuft? Nee, der, wo dieser Borg-Freak eine Oma von oben bis unten aufschlitzt. Ich kapiere immer noch nicht, warum du den Scheiß guckst. Diese schwachen, schwabbeligen Körper, oh, machen meinen Schwanz härter als Konzernchrom. Okay.
anderen noch besorgen, ja? Wow. Versuche ich vielleicht mal von oben zu killen. Wenn mich nicht alles täuscht, habe ich ja diese spezielle Fähigkeit. Brauche ich nicht. Ja. Du bleibst mal bitte schön da liegen. Boah, jetzt hat er noch ein paar dazu gemacht, oder wie, oder was? Boah, nee. Shit. Naja, okay. Den möchte ich haben. Ich möchte ein Scharfschützengewehr. Bleib halt einfach hier liegen. Oh, geil. Sehr geil. Oh. Da geht eine Treppe runter, da bin ich noch nicht. Hey, das ist so schlimm. Jedes Mal, wenn ich jemanden das Genick breche, dann kommt das immer wieder vor, dieses Geräusch. Es bricht immer wieder erneut. Ja, da war es schon wieder. Es ist so eklig. So, dann. Genau da. Guck mal, noch jemand? Bevor er. Klar, Junge. Sonst fühlt es sich an, als ob man ein Kissen abstechen. Okay. Ein Bild zurück. Weitere Schmerzfeedback und Eisengeschmack. Freddy Boy, du hast echt drauf. Aufwachen, Gentleman. Zu weit weg, um uns zu hören. Immer mit der Ruhe, okay? Wir tunen und verkaufen nur. Wir drehen nichts davon, wirklich. Wir finden eine Lösung. Sag mir einfach, was du willst und wir finden das für dich. Was ist das hier, euer kleines Familiengeschäft? Die Leute kaufen, wir verkaufen. Geschäft ist Geschäft. Suchst du nach was Bestimmtem? Weißt du, wenn wir es nicht tun, dann tut's ein anderer. Willst du was richtig Hardcore-mäßiges sehen?
Wir geben den Leuten da draußen nur, was sie wollen. Das ist doch Hand of Blood, oder? Ist doch Max Knabe hier. Ex-BD von einem Predigersohn. Ermordet. Klingelt da was? Welcher Prediger? Haben gerade eine Lieferung mit Jungs reingekriegt. Weiß nicht, wie die Daddies heißen. Da brauche ich mehr Infos. Bryce Stone, einer von N54. Sohn hieß Bobby Stone, 12 Jahre alt, als er starb. War er schwarz? Weiß? Latino? Irgendwas Auffälliges? Wie wurde er umgebracht? Papa, ich glaube, ich weiß, welchen sie meint. BD 9430. Den Predigerjungen. Wer hat ihn umgebracht? Von wem habt ihr den Ex-BD? Niemand gibt uns irgendwas direkt. Wir haben tote Briefkästen. Das war's. So bleibt alles sicher. Für alle Beteiligten. Der Ex-BD war ungeschnitten. Irgendwas muss euch aufgefallen sein. Irgendein Hinweis. Spiegelbild, Tattoo, irgendwas. Unser Interesse liegt in der Imperfektion selbst, nicht in ihrem Erschaffer. Gib mir diesen verfickten Braindance. Sofort. Ja, ist ja gut. Beruhige dich. Nimm ihn einfach. Freddy! Er ist gleich hinter uns. Dort auf dem Regal. BD 9430. Danke, Henno. Der da. Der ist es. Nimm ihn einfach. Man sieht sich, Henno. Wir sagen keinem, dass du da warst. Wir schwören's. Das will ich ja wohl hoffen, dass ihr die Schnauze haltet. Ich wohne auch in Spandau. Raus aus dem Puff. Hey. Ole! Boah. Hell. Hell. Hecklisch. Ja, cool. Hand of Blood abgezogen. So, und das war's dann auch schon wieder mit der Folge, meine lieben treuen Zuschauer. Ich habe mir jetzt beim Schnitt einfach mal überlegt, vielleicht versuche ich auch einfach mal ein 15-Minuten-Format, um jetzt zum Beispiel diese ganzen kleinen Aufträge ein bisschen abzuarbeiten. Ich glaube, das kommt ganz gut an. Auf jeden Fall bitte ich euch um eure Meinung in den Kommentaren. Teilt mir mit, was ihr davon haltet, was man noch besser machen könnte oder was auch immer euch einfällt oder lasst mir einfach nur ein Kussi in den Kommentaren, ist auch okay, da freue ich mich auf jeden Fall auch drüber. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen guten Rutsch ins neue Jahr und bleibt gesund. Fuck Corona und yeah, stay alive. Und ihr kennt das ja, lasst mir ein Like und ein Abo da und wir sehen uns dann beim nächsten Mal auf meinem Kanal. Tschüss.